The Broken Man oder Der gebrochene Mann, so hieß die 7. Episode der 6. Staffel von Game of Thrones. Wir besprechen das Ganze mal und fassen nochmal ganz kurz zusammen, was dort passiert ist. Und im Anschluss haben wir auch unsere Predictions bzw. unsere Preview zu Episode 8. Die heißt No One oder auf Deutsch Niemand. Los geht's. Okay, begonnen hat das Ganze noch vor dem eigentlichen Intro. Und zwar gab es so eine kleine Sequenz. Da dachte sich gewiss auch schon direkt wieder jeder, what the fuck, was war das? Sowas haben wir ja eigentlich nur bei der einen Szene gesehen von Staffel 2, wo Staffel 4, wo Tywin Lannister das Schwert von Ned Stark... Das zweite Schwert der, die zweite Folge der vierten Staffel eigentlich. Ja, genau. Und da hat er dieses Schwert von Ned Stark, hier einschmelzen lassen und hat Joffrey halt als Geburtstagsgeschenk ein Schwert aus valyrischem Stahl geschenkt. Also da gab's nur sowas und aus Staffel 1 gab's auch so eine Szene mit dieser komischen Blutmagier-Hexe, wie auch immer man sie nennen möchte. Also das war das. Und ja, nach dem Intro ging's dann richtig los. Wir haben dann gesehen, Sandor Clegane ist zurückgekehrt. Und gleichzeitig hatte eine ganz besondere Person auch noch einen Gastauftritt. Nämlich Ian McShane. Genau. Den kennt man unter anderem aus Fluch der Karibik als Blackbeard. Ein, finde ich, cooler Charakter. Und ja, der und hatte halt seinen der Auftritt. Hatte seinen, der Charakter von dem hieß Bruder Ray. Das lese ich hier gerade. Dieser Septon, das war ja so ein Septon, der hat auch an die 7 geklappt. Und auf jeden Fall haben die da an einem Platz eine Septe, oder wollen die eine Septe bauen. So eine ganz friedliche Gruppe, die haben hier Sandor aufgefunden, wo der gerade schon am Sterben war. Und da haben die den halt aufgepäppelt. Der Septon dachte erst, er würde die ganze Zeit sterben, aber dann ist er doch durchgekommen. Und die Clegans sind halt auch eigentlich relativ schwer zu töten, so ähnlich wie die Starks, aber dazu später mehr. Okay, also das war da passiert. Ich fand, das war eigentlich ein sehr gelungener Start in die Folge mit so einem Comeback. Also ich habe damit selber nicht gerechnet. Hast du mit dem der Rückkehr von Sandor gerechnet? Ich wusste irgendwie, dass seine Geschichte nicht auserzählt war. Aber dass man ihn auch nicht onscreen sterben sah, das hat mich schon irgendwie sehr gewundert und so. Deswegen habe ich mich auf jeden Fall gefreut, dass er zurückgekehrt ist. Und da gibt es ja auch noch eine besondere Theorie, und zwar das Clegane oder das Clegane Bowl. Und da kämpft dann Sandor wahrscheinlich gegen seinen Bruder, den Berg, im Trial by Combat. Allerdings denken wir, dass das eher nicht stattfinden wird. Denn, wie sich später herausstellt, hat Sandor erstmal noch eine andere Pflicht zu erfüllen. Mhm. Okay, dann machen wir mal weiter. Dann haben wir Margaery und den Hohen Spatzen. Die haben sich ja dann nochmal unterhalten über die Obdachlosen der Stadt, dass Margaery erst so gütig zu denen war, aber sie die nicht ausstehen konnte und so. Und dann haben wir noch ein Gespräch zwischen Margaery deren Oma Orlena Tyrell. Und zwar war dabei noch die Septa Ornella, so hieß sie ja. Ornella. Ja, Margaery. Ornella. Das ist alles so Mindfuck, also. Das verwirrt einen immer. Also ich komme da bei den Namen auch immer durcheinander. Und jetzt gerade, wenn die auch in einer Szene vor allen Dingen zu sehen sind. Hier die Oma Orlena, die mag die Ornella auf jeden Fall nicht. Das hat man auf jeden Fall ja auch gesehen. Und auf jeden Fall ging es einfach mal ganz kurz nur darum, dass Margaery versucht, ihre Oma davon zu überzeugen, auf den rechten Weg des Glaubens zu kommen. Denn ihre Oma will ja immer noch Margaery zurückhaben und vor allen Dingen Loras aus dem Gefängnis holen. Weil das war ja bisher immer so die Schwierigkeit dabei, weil Loras sitzt immer noch im Kerker. Okay. Dann hat sich aber allerdings herausgestellt, das haben wir auch bisher schon so spekuliert, dass Margaery gar nicht wirklich so dem Glauben verfallen ist, denn sie schickt ihrer Oma eine Rose, die gibt ihr, also der, die Margaery gibt ihr die Rose heimlich mit. Sie sieht das dann und weiß halt auch, okay, ich muss jetzt zwar abhauen, weil ich bin ja nicht sicher in Königsmund, deswegen zieht sie sich auch nach Rosengarten zurück, aber sie weiß, dass Margaery immer noch die Alte ist. Und wie wir auch nachher in der Preview schon ansprechen werden, wird es, denke ich mal, oder wir haben ja gesagt, da wird es, denke ich, in der nächsten Episode einen Massaker geben, oder? Yep. Genau, aber dazu, wie gesagt, später mehr. Okay, also, dann die Starks, die versuchen sich neue Truppen, beziehungsweise sie versuchen sich Streitmächte unter ihrem Banner zu ziehen, einzusammeln, wie auch immer. Die möchten nämlich mehr Verbündete haben im Kampf gegen die Boltons, deswegen ist man unter anderem zu den Wildlingen gegangen. Da war das eigentlich gar nicht mal so das schwierige Problem, denn John ist ja für die auch gestorben.
deutlich schwerer wird's dann bei den oder wurde es dann bei den Mormons und vor allen Dingen auch bei den Glauers. Bei den Mormons hat wir haben das erste Mal die Bäreninsel gesehen. Es sieht irgendwie voll episch aus, so ein bisschen Ja. Elfenstilmäßig irgendwie. Weil, also wir haben da das erste Mal die Bäreninsel auch gesehen und vor Man allen Dingen sieht auch zwar das nur einen erste Mal Lyanna. ganz, ja, man sieht zwar nur einen ganz kleinen Shot davon, Aber sieht schon geil aber aus. Wasserfall und so. yep. Und vor Und vor allem allem der die, Palast fand ja, ich der cool. Palast, ja. Oben auf diesem komischen Hügel drauf. Auf jeden Fall, wir haben die 10 oder ich glaube, sie ist 11 Jahre sogar, die 11-jährige Lyanna Mormont gesehen. Sie hat auf mich direkt einen sehr guten Eindruck, fand ich, gemacht. Also ich fand sie wirklich klasse. Das Ganze war auch gut gespielt von ihr. Man hat direkt gesehen, sie will nicht dieses komische Herumgelaber hören von den typischen Männern, Frauen, wie auch immer, von den Schmeicheleien, wie auch immer. Davon möchte sie nichts hören, sie will direkt zur Sache kommen, deswegen fragt sie auch, wieso seid ihr hier? Und nach ein paar Überredungskünsten, dank Sir Davos, der ja weiß, wie man mit so Kindern umgeht, also das soll jetzt nicht so pädophil klingen, er hat ja auch schon mit Shireen immer gespielt, geredet, von Stannis, die Tochter. Und er weiß ja immer noch nicht, dass sie tot ist, deswegen. Doch, auch das weiß er. Weiß er? Echt? Ja, hat ja auch Melisandre angedeutet in der zweiten oder dritten Folge. Ach, stimmt. Ach, da, wo die sich noch, wo Brienne dann dazu stieß, okay. Okay, also er weiß es anscheinend irgendwie doch schon. Und bei den Glauers wurden die. Na, warte, wir müssen erst noch sagen, von den Mormons haben sie dann 62 Soldaten ja zugeschickt bekommen. Wie fandest du das? Du hast ja schon gesagt, Also das fandest du ein bisschen mickrig. ich dachte am Anfang, das wäre irgendwie nur ein Witz von der gewesen oder so. Aber ist anscheinend doch so. 62 Männer, Ja. bisschen wenig. Aber macht man halt nichts. Aber Besser als nichts. Muss man einfach ja, sagen. Wir ob sich die können. Wegerei eher gelohnt hat, Ja. ist eine andere Frage. Okay. Dann haben wir die Glauers. Und da wurden die Starks, beziehungsweise Jon Sansa und Davos richtig abgeschert, hier weggeschickt, wie man es auch nennen möchte. Denn die Glauers wollten sich gar nicht auf einen Pakt mit den Starks einlassen. Die haben gesagt, die Starks. Sie hätten den Starks zwar damals die Treue geschworen, aber das Haus Starks existiert nicht mehr. Sie haben sie auch nicht vor den Eisenmännern beschützt, die die Feste von ihnen eingenommen haben und so weiter. Deswegen, das sind richtige Arschlöcher. Und wir hoffen, dass sich später im Verlauf der Handlung auch noch da irgendwas ergibt, dass die irgendwie ihre rechtmäßige Bestrafung, was auch immer, bekommen dafür, dass sie sich nicht angeschlossen haben. Man kann es ihnen nicht übel nehmen, aber ich fand das trotzdem, Sie gerade haben in ja dieser den Situation. Eid, sie haben einen Eid geschworen und der wurde gebrochen. Genau, deswegen war das ziemlich scheiße auch eigentlich. Okay, also, wir können jetzt schon mal sagen, dass die Armee ungefähr von den Starks 2000 Wildlinge und sagen wir mal, das waren auch noch vom Ja, der, Hornwald. da, ja, da was hat noch irgendwas also die Truppenstärke aufgezählt. Das sind so irgendwie 2500 ungefähr oder Ja, so. 2500. Und ja, wir kommen nachher noch zu etwas anderem. Aber vorerst gehen wir mal zurück nach Königsmund, und zwar hat Cersei da mit Oma Orlena sich unterhalten. Und zwar hat Orlena gesagt, sie sei ja irgendwie, also wir wissen ja, was sie gesagt hat, von wegen, sie hatten so einen kleinen Zwist. Cersei hat gestanden, dass das ihre Schuld wäre, dass sie diesen komischen, bekloppten Narren, also den hohen Spatz in die Stadt gebracht hat. Und möchte das alles wieder gut machen. Orlena bleibt aber dabei, sich nach Rosengarten zurückzuziehen, und sie hat zu Cersei gesagt, sie sollte sich auch lieber nach Casterly-Stein zurückziehen. Aber Cersei wird ja bei ihrem Sohn bleiben und nicht von seiner Seite weichen. Und deswegen wird sie, denke ich, auch diesen Trial by Combat antreten. Wurde ja auch schon mehrmals gesagt, sie muss es ja im Prinzip auch. Deswegen können wir uns da auf jeden Fall auch schon freuen. Wann denkst du, wird dieser Trial by Combat stattfinden? Ich denke, der wird in der letzten Episode stattfinden, also in der 10. Ja, entweder in der letzten oder siebten Staffel irgendwann, denke ich. Also, es wird ein Ich bisschen denke. knapp noch. Ich Ich meine, denke. achte Folge auf jeden Fall nicht. Neunte Ja. Folge ist sowieso voll besetzt mit dem Norden, denke ich. Ja, 10. Folge, aber denke ich, könnte realistisch werden, vor allen Dingen, weil die 10. Folge ja auch 90 Minuten lang ist, also 1,5 Stunden. Deswegen denke ich, könnten wir da eventuell den Trial by Combat sehen. Und ja, der potenzielle Gegner für diesen Trial by Combat könnte wirklich Loras Tyrell sein. Er ist ja ein gebrochener Mann, und jetzt kommen wir mal kurz zu diesem Titel. Dieser Titel wurde ja extra so gewählt, denn die Folgentitel, die basieren ja immer auf mehreren Charakteren bzw. Personen, Figuren. Zum Beispiel Loras passt da auf jeden Fall sehr gut rein. Er ist ein gebrochener Mann. Ja, er ist jetzt so durch, dass er wahrscheinlich sogar für den Glauben kämpfen würde gegen den Berg. Das wäre auf jeden Fall nicht schön anzusehen, vor allen Dingen für Marguerite, die ja dann mit ansehen müsste, wie ihr Bruder eigentlich getötet wird. Denn ich denke nicht, dass sie eine Chance gegen den Berg haben werden. Auch wenn sich Cersei dabei ziemlich siegessicher ist. Also da muss man auf jeden Fall schon mal aufpassen.
Denn sie denkt ja wirklich, dass sie auf jeden Fall gewinnen wird und das könnte halt auch ihr Fehler sein. Gut. Oder ein anderer potenzieller Gegner, den ich auch ziemlich erwarten würde, wäre eigentlich Lance Lannister. Ja. Dass die Lannisters sich gegenseitig auslöschen werden, so im Prinzip. Weil ganz ehrlich, den Lannisters geht es ja wohl im Moment wirklich noch schlechter als den Starks. Oder wie siehst du das? Das ist ja Ja. total zerstritten und zerstört. Obwohl die noch Also, eine Heimat haben. ja, das stimmt, aber denen geht es wirklich nicht mehr allzu gut. Und der letzte potenzielle Gegner, oder was heißt potenziell, also den wir uns vorstellen könnten, wäre halt das Clegane Bowl. Und zwar Sandor gegen Gregor. Der Hound gegen den Berg. Aber das, denke ich mal, wird eher nicht so sein, denn Sandor hat ja noch mit der Bruderschaft ohne Banner zu kämpfen, zu denen wir gleich kommen. Okay, machen wir mal weiter und wir gehen in die Flusslande, um genau zu sein, nach Schnellwasser. Dort hat ja Jaime sich der Kompanie der Truppe der Fries angeschlossen. Die Fries haben erstmal ziemlich verkackt. Oder, also, das war da auch irgendwie nicht so geil. Ne, der irgendwie undisziplinierter Haufen. So ein Ja, bisschen voll also, verkackt mit der Belagerung. ja, deswegen hat auch dieser Fry, der Sohn von Valda, da zu Recht die Ohrfeige von Jaime bekommen, die Schelle da. Also war auf jeden Fall ziemlich lustig dort. Die Szene, man sieht einfach, dass die Frys mal wieder nichts auf die Beine kriegen und das völlig zu Recht von Valda war, dass er seine Söhne so gemaßregelt hat, kann man ja wirklich schon so wirklich sagen, denn die sind halt wirklich ein Haufen Lappen. Die waren auch Und in der Rüstung, die tragen auch ja. Lappenrüstungen. Genau, Im wahrsten Sinne deswegen des passt Wortes. das ja. Ja, wir haben gesehen, der Schwarzfisch ist natürlich in Schnellwasser. Er besetzt die Burg und er hat sich mit Jaime auch zu diesen Verhandlungen hier eingelassen und er bleibt auf jeden Fall in dieser Burg drinne. Sie haben genug Vorräte für eine Belagerung und in unseren Predictions zur Episode 8 gleich werden wir auch klären, wie es da vermutlich ausgehen wird. Aber davor gehen wir jetzt noch ganz kurz nach Pentos zu Asha oder Yara und Nee, Theon. noch kurz. Oh, willst du noch was dazu sagen? Okay. Ja, man sieht Jamie ja, wie der mit dem Schwarzfisch redet und der sagt ja, also Jamie ist sich ja eigentlich siegessicher, dass die Belagerung halt nicht stattfinden wird, weil die aufgeben werden, denke ich mal, weil die Lannisters halt in der Überzahl sind. Aber das war halt nicht so, weil der Schwarzfisch hat einen ziemlich starken Kampfgeist und der hat halt gesagt, dass der von Jamie enttäuscht ist. Und Ja. da sieht man, da trifft wieder der Folgentitel Der Genau. gebrochene Mann zu. Das wollte ich auch noch sagen, hättest du das jetzt nicht gesagt. Also, dieser Folgentitel ist wieder mal extrem gut gewählt. Das passt wieder 1:1 auf verschiedene Personen und auch auf Theon Graufreud, zu dem wir jetzt endlich kommen. Oh, Überleitung. Ja, also das war perfekt. Auf jeden Fall, Asha, ich nenne sie jetzt Asha. Lässt es sich gut gehen in Pentos, so wie die anderen Eisenmänner, die mitgekommen sind auf den Schiffen. Man sieht, die Schiffe sind natürlich im Hafen und die lassen sich wirklich gut gehen. Sie lassen sich von irgendwelchen Huren da richtig hart beglücken. Belustigen. Ja, und Theon sitzt da, er ist ein gebrochener Mann, er weiß nicht, was er tun soll. Yara die ganze, Asha, Entschuldigung, Asha die ganze Zeit trinkt dein Bier aus und erfreut dich hier mit uns zu sitzen und hab einfach Spaß. Aber Theon kann es halt einfach nicht. Und man hat wirklich gesehen, sie wissen jetzt nicht, wie es weitergehen soll. Und Kann es wirklich Yara, nicht. Asha macht natürlich da erstmal mit so einer Hure fett rum. Deswegen hat man das auch im Trailer so auch gesehen. Ja, es handelte sich wirklich um Asha. Okay. Und was haben sie vor? Die wollen sich hier schon predicted haben, Daenerys entschließen. Genau, was Onkel Euron vorhatte, also Onkel Euron. Was er vorhatte, machen sich jetzt Asha und so zugunsten, denn bis er seine 1000 Schiffchen dahergeschnitzt hat, dann vergehen wohl noch ein paar Jährchen. Deswegen bin ich mal gespannt. Und die wollen sich mit Daenerys die Eiseninseln erst zurückholen und wahrscheinlich helfen sie dann sogar noch Daenerys ganz Westeros einzunehmen. So war der Plan anscheinend, aber da sind ja noch die weißen Wanderer und. Okay. Dann kommen wir nochmal zurück zu Sansa und Jon. Da, sie sind jetzt in dem Zwischenlager, ja, wo Stannis auch war, und dort gab es dann auch schon die ersten Streitigkeiten zwischen Nordländern und Südländern, beziehungsweise, sagen wir mal ganz kurz, so Wildlingen und, keine Ahnung, Mormons, Hornwälder, wie auch immer, die streiten sich da schon. Und Jon möchte eigentlich direkt ja schon angreifen, denn er weiß, dass er vielleicht gewinnen könnte und dass sie eine gute Taktik anscheinend haben. Davos macht das ja. Und er möchte halt direkt angreifen, während Sansa lieber noch auf andere Häuser erhofft, dass sie sich denen anschließen. Und so verzieht sie sich auch.
Während Davos und John diesen Streit da schlichten und sie schreibt einen Brief an eine ganz bestimmte Person, die ihr auch schon zuvor erzählt hat, dass Schwarzfisch in Schnellwasser ist, und zwar Kleinfinger, Peter Baelish. Sie wird wahrscheinlich ihm diesen Brief geschrieben haben, das ist eigentlich schon ziemlich sicher, und ich hoffe ganz einfach mal, dass er sie wieder nicht verraten wird, wie die vorher auch die Starks, sondern dass er wahrscheinlich so in letzter Sekunde dann noch kommen wird mit den Soldaten des Grünen Tals und dass sie dann helfen, Winterfell einzunehmen, denn ich denke, dass ich vor allen Dingen Kleinfinger mit Ramsay im Rücken als Wächter des Nordens nicht sehr sicher fühlen wird. Denn er hätte ja mehr davon, wenn wieder die Starks in der Macht sind, denn er müsste keine Angst haben, dass er am Ende noch irgendwie gehäutet wird. Also, wie denkst du darüber? Ja, ich denke mal, das ist ziemlich gefährlich, weil die Arryns, keine Ahnung, wie viele Männer die haben, aber das wird ja dann wahrscheinlich doppelt so viele sein, die mindestens doppelt so viele wie John bis jetzt hat. Und die könnten ja mühelos einfach, nachdem die mit den Starks gemeinsam halt Winterfell eingenommen haben, könnte der mühelos einfach das Heer der Argens, nachdem das schon geschwächte Heer der Starks halt kurz vor Ende der Schlacht ist, irgendwie die Seiten wenden und dann halt gegen sie stellen. Also das ist auf jeden Fall das Risiko, und vor allen Dingen hat mich halt auch gestört, dass, oder beziehungsweise ist mir halt auch extrem aufgefallen, dass Sansa gar nicht Davos oder Jon gefragt hat, ob sie diesen Brief schreiben darf. Ja, es könnte ja passieren, sie macht es einfach, ist ja egal, sie macht es einfach, sie möchte helfen, und wir fragen uns, ob dies nicht ein Fehler war, denn dieser Rabe, den sie da geschickt hat, könnte ja abgefangen werden, oder wie gesagt, sie hätte das vielleicht mit Davos vor allen Dingen vorher mal absprechen sollen, ob das eine kluge Idee ist. Und wir hoffen ganz einfach mal, dass das kein, ja, Fehltritt war oder keine falsche Aktion. Okay, dann haben wir wieder mal Sandor Clegane und die Bruderschaft ohne Banner. Die sind vorgeritten und haben gesagt, die Nacht ist dunkel und voller Schrecken. Und sie deutet mal wieder an, dass sie diese unschuldigen Menschen da, die eigentlich sich eine kleine Zivilisation aufbauen wollen, dass sie einfach abgeschlachtet haben. Man hat am Ende wirklich gesehen, dass sie tot sind. Sie wurden alle niedergestreckt, während Sandor noch Holz gehackt hat und so weiter. Selbst der Septon wurde aufgehangen. Und das war halt das Werk der Bruderschaft ohne Banner, während dann am Ende Sandor sich auf den Weg gemacht hat, diese dann zu töten, beziehungsweise sich bei denen zu rächen. Ich bin gespannt, ob er das tut. Und dabei fällt mir noch ein ganz anderer Name ein. Ja, erzähl ruhig erstmal. Ich verstehe das eigentlich gar nicht, weil die Bruderschaft ohne Banner ist ja eigentlich... Ja, so eine Söldnertruppe auch. Ich verstehe da keine Motivation. Das sind ja Rebellen, keine Söldner. Ja, und wieso bringen sie Menschen, Frauen, Kinder um? Wieso bringen die einfach so eine Gruppe Unschuldiger um, die eigentlich sich nur eine Zivilisation aufbauen wollen? Weil die waren eigentlich, ja, haben die sich ja in der zweiten Staffel, glaube ich, eben dann gegründet und wollten halt das Volk beschützen. Irgendwie so Robin Hood-mäßig. Genau. Aber ich verstehe jetzt nicht, wieso die auf einmal sowas tun. Also ich denke mal, das ist irgendwie eine andere Gruppierung oder sowas. Oder es ist einfach, dass Beric und Darion oder so tot ist und die einfach das Ruder halt... Ja, aber da gibt es ja noch diesen anderen Mann auch noch. Thomas von mir. Genau, der Myr. Der kommt auf jeden Fall zurück. Aber der, ja, wie du schon sagtest. Eigentlich sind die alle relativ nett, deswegen haben wir das jetzt überhaupt nicht verstanden, wieso dieses Motiv da war, die einfach abzuschlachten. Okay, sei es drum, das Ganze wird sich wahrscheinlich innerhalb der nächsten Folgen aufklären. Wir predikten dazu, denke ich, auch nachher noch etwas. Aber vor allen Dingen kommt mir da noch ein Name in den Kopf, und zwar Lady Stoneheart. Aus den Büchern ist es ja die wiederbelebte Lady Catelyn Stark. Und zwar irrt diese dann durch die Flusslanden und möchte sich bei Valar Frey vor allen Dingen rächen. Und die wurde wiederbelebt von den Dondarrion hier. Er hat sein Leben für sie gelassen. Ich bin gespannt, ob wir sie sehen werden. Die Schauspielerin von Sansa, also die Sophie Turner, die hat unter anderem ein Spiel gemacht, und zwar zwei richtige Aussagen und eine falsche. Unter den Aussagen war zum Beispiel einmal Lady Stoneheart kommt zurück und dass Ramsay in dieser Staffel stirbt und noch irgendwas, und deswegen könnte es vielleicht wirklich sein, dass Lady Stoneheart zurückkommt. Was mit es wäre cool. Das würde ich jetzt auch wissen. Ja, das wäre relativ interessant auf jeden Fall. Und gerade wenn die dunkle Bruderschaft ohne Banner hier wieder auftaucht, gibt das einem ja einen ziemlich starken Impuls, dass dies wirklich so sein wird. Okay, auf jeden Fall. Sandor macht sie auf den Weg, sie abzuschlachten. Genauso wie die Wave, die ist nämlich in Braavos unterwegs, Arya abzuschlachten. Arya besorgt sich... Jetzt hast du was übersprungen. Jetzt hast du die 10 vertauscht. Echt?
Das war Ja, die ich weiß, Szene, wo ich er sich auf weiß. den Weg macht. Ja, ich weiß. Aber ich habe die jetzt einfach mal vorgezogen, deswegen. Heute hast du es mit den Überleitungen. Ja, ich weiß. Ja, wir machen das jetzt mit Bravos und Aria einfach am Ende. Wir müssen jetzt nicht genau so eins zu eins nach der Folge gehen, auf jeden Fall. Aria und die Wave, die liefern sich da wieder kein Duell, kann man eigentlich nicht so nennen. Aria war extrem unvorsichtig. Sie hat sich auf eine Brücke gestellt, hat diese Frau nicht gesehen, wie sie an sie kam. Die Frau natürlich hat sie dann dementsprechend in den Bauch bearbeitet mit ihrem Dolch. Und das war Ich wusste natürlich es die Wave. eigentlich schon. Ich auch, es war mir Auch klar. als sie schon da hinten ankam, so und ihren Ja, Bauch beordnet hat, dachte ich schon. wieso sollten sie eine Frau einfach in den Hintergrund stellen, vor allem so eine alte Frau, wieso sollten sie die dann genau in den Hintergrund stellen, damit sie dann daherläuft? Das könnte viel besser sein, dass Arya einfach so normal einzeln da steht, aber nein, sie lassen da eine Frau hinter ihr herlaufen und uns war beiden klar, da wird jetzt was passieren. Und ich dachte schon, Arya muss sterben. Ich Habe ich auch. eigentlich wirklich gedacht. Sie kann sich natürlich noch losreißen und kann sich in den Fluss stürzen und läuft dann mit einem, ja, aufgeschlitzten Bauch über den Markt. Und jetzt haben wir eine Und interessante Theorie. richtig panisch und Ja. ängstlich guckt sie sich mal um und denkt, jeder könnte die sein. Ja, eben. Und niemand wollte ihr vor allen Dingen auch helfen. Das heißt, die hat ja zum ersten Mal keinen Respekt mehr vor den gesichtslosen Männern, sondern richtig Angst und Genau. weiß, wozu die imstande sind. Ja. Das. Aber jetzt kommen wir mal zu einer interessanten Theorie. Und zwar könnte es sich bei Arya in Wirklichkeit um Jaqen H'ghar handeln, der auch die Wave testen möchte. Und zwar hat er ihr gesagt, mache es schnell und schmerzlos, und das sah ja alles andere als schnell und schmerzlos aus, wenn man einem einfach in den Bauch sticht und ihn halt dadurch qualvoll leiden lässt. Das ist ja wirklich kein schöner Tod. Und deswegen könnte es sein, dass die Wave am Ende auch bestraft wird und dass ihr Gesicht der Halle der Toten hinzugefügt wird. Denn wir wissen ja, Face must be added to the hall. Also. Obwohl das sich das widerspricht mit der Szene, in der Arya danach so ängstlich durch die Straßen rennt. Weil warum sollte Jaqen Eben. H'ghar Angst haben? Eben, das ist halt gleichzeitig irgendwie so ein bisschen verwirrend auch noch. Aber das könnte eine Theorie sein. Eventuell ist dies ja. Das werden wir spätestens in der nächsten Episode erfahren, was mit Arya ist. Die heißt ja, wie ich schon am Anfang erwähnte, Niemand oder No One. Und da wird sich ziemlich ein, also wird sich ein ziemlich zentraler Punkt um Braavos bzw. Arya jetzt handeln. Denn sie will ja auch nach Westeros wieder. Sie hat ja auch so einen Deal erst ausgemacht mit so Seeleuten, die aus Westeros kommen. Und ich bin echt gespannt, ob sie noch diese Staffel nach Westeros kommt. Ja. Hast du noch irgendwas zu sagen? Ihr könnt jetzt weitermachen mit der Preview zur Episode 8. Okay. Wo Dann kommen wir gehen jetzt meine zu der Snippes Preview und zwar beginnt das Ganze mit der Szene, wo Cersei und der Berg und im Hintergrund ist auch noch Qyburn ja vor die Spatzen tritt. Und zwar kennen wir diese Szene auch noch aus dem Trailer. Unter anderem ist ja auch Lancel bei und zwar fragen die Spatzen, dreht beiseite oder wählst du die Gewalt oder irgendwie sowas. Und Cersei wählt die Gewalt, she choose violence. Also dort wird es dann auch richtig rund gehen, wie wir im späteren Verlauf dieses Teaser-Trailers hier auch noch sehen. Auf jeden Fall geht es dann in der nächsten Episode weiter. There will be violence. I choose violence. Und Should I zwar mit fail? Brienne und Podrick. Und die, denke ich mal, sind jetzt ein Schnellwasser, oder? Boah, schnell Wasser, ja. Sieht man ja. Und sie sehen die ganzen Lannister-Zelte. Und im Vordergrund die billigen Freizelte. Genau, hier in der ersten Reihe. Ja. Und ja. Und wir sehen auch, dass Brienne mit dem Schwarzfisch redet. Und zwar möchte sie ihm dieses Angebot unterbreiten, dass sie im Norden gebraucht werden. Beziehungsweise halt, dass die Wahrscheinlich. Tullys im Norden Obwohl, dringend ja, gebraucht genau. werden. Das Auch wenn stimmt die eigentlich jetzt schon. diese. Ja. Aber das geht da gerade auch nicht, weil sie halt von den Lannisters belagert werden. Und gleichzeitig redet Brienne auch noch mit Jamie. Und zwar möchte sie, denke ich mal, jetzt diese beiden Parteien miteinander so ein bisschen den Streit schlichten. Sie ist ja auch mit Jamie relativ dicke, noch von früher. Und sie versucht jetzt diesen Streit zu schlichten. Und vielleicht, du hast ja schon deine Theorie aufgestellt, dass beide Parteien sogar im Norden helfen könnten. Naja, Oder? beide Parteien habe ich nicht gesagt. Aber dass zumindest die Tullys dort Die helfen. Tullys auf jeden Fall, aber die Da also, Lannisters, bist du das haben wir da sicher? nicht zu suchen. Ja. Okay, ja gut, die lernen das vielleicht doch nicht. Aber dadurch würde ja Jamie auch seine Aufgabe nicht erfüllen, die er dem König ja, geschworen hat, dass er Schnellwasser zurückholt. Aber es könnte ja trotzdem sein. Aber auf jeden Fall sagt Jamie auch noch,
dass er seine Schwester Cersei liebt und für sie jeden einzelnen Tully umbringen würde, damit sie leben kann. Gleichzeitig sehen wir auch noch diese eine Sequenz aus dem zweiten Trailer, aus dem offiziellen Trailer, und zwar Cersei und Tom laufen aufeinander zu. Hinter Cersei natürlich der Berg und Qyburn. Und was denkst du, könnte da jetzt passieren? Irgendwie das Gericht oder sowas, wie wir auch schon in Episode 6 der vierten Staffel gesehen haben mit Tyrion. Könnte jetzt genau dasselbe passieren. Genau, das Gerichtsverfahren, obwohl es eigentlich schon feststeht, dass dieser Trial by Combat stattfinden wird, aber es könnte ja sein, deswegen. Okay, dann ging es weiter mit Jaime, und zwar ist es jetzt mittlerweile in dem Lager Nacht geworden. Wir sehen die Frybanner auch, also wir können davon ausgehen, dass es da jetzt rund gehen wird, voraussichtlich, denn die machen sich ja so, oder die, ich denke mal, die werden jetzt in Position gehen, um Schnellwasser anzugreifen. Du hast ja gesagt, es wird wahrscheinlich mit Schnellwasser zu keinem Kampf kommen. Oder? Ja. Und ich bin jetzt mal gespannt, ob sich da im letzten Moment noch irgendjemand findet, der sich da bereit erklärt aufzugeben oder sich zurückzuziehen, wie auch immer. Und wir sehen in der nächsten Sequenz auch noch, dass jemand ein Schwert zieht. Vor Brienne und Podrick. Und wahrscheinlich befinden die sich gerade in einem Gewölbe von Schnellwasser. Während Brienne da mit dem Schwarzwisch verhandelt hat, denke ich mal, dass Brienne und Podrick jetzt abhauen werden in diesem kleinen Boot, was wir jetzt hier auch sehen. Und sie werden wahrscheinlich fliehen von Schnellwasser. Vielleicht sagt ihr der Schwarzfisch, dass sie wieder zurückgehen soll. Oder vielleicht kommen die Tullys ja auch mit. Wir wissen es eben noch nicht genau. Aber wir können es halt nur vermuten. Oder was denkst du, was da jetzt passiert? Ja, ich würde entweder, es gibt zwei Theorien. Entweder die Tullys verschwinden halt aus der Nacht. Also in der Nacht verschwinden die aus der Festung einfach so im Dunkeln. Durch diesen Geheimgang vielleicht? Und fahren dann halt mit kleinen Bötchen dadurch die, weil ist ja so ein See, so ein Fluss, fahren die einfach den Fluss durch hoch. Durch den Trident ist das, glaube ich, oder? Echt, das ist der Trident? Ich weiß nicht, ich glaube schon. Und dann, oder die zweite Theorie ist einfach, dass die sagen, dass Brienne und Podrick jetzt wieder gehen sollen, weil es jetzt gleich halt ein bisschen eng wird, wenn... Ja, es gleich knallt, auch, kann man so sagen. Ja, genau, weil die denken sich wahrscheinlich so, ich habe die jetzt erobert und ich will die auch halten. Eben, und also... falls Ersteres eintritt, würde ich sagen, dass die Tullys als Dank, also Schnellwasser haben die ja wahrscheinlich vergessen, aber ich denke mal, die Tullys gegen als Dank dann Grauenstein oder sowas, weil das Haus Bolton ist ja faktisch ausgelöscht, wenn man genau, den Norden erobert hat. Falls die Starks den Krieg gegen die Boltons gewinnen. Was sowieso passieren wird, aber naja. Ja, also da müssen wir uns eigentlich gar nicht wirklich so unterhalten. Ich denke, also wir sind uns beide ziemlich sicher, dass Jon auf jeden Fall die Schlacht gewinnt. Okay, in den nächsten Szenen sehen wir unter anderem Sandor nochmal, wie er auf irgendjemanden einschlägt, und Podrick, wie er von Bronn wahrscheinlich zurückgezogen wird. Die Szene kennen wir auch aus dem Trailer. Podrick und Bronn sehen sich wieder. Das wird wahrscheinlich wirklich Bronn sein. Aber die kennen sich. Tyrians Knappe und so. Und das wird wahrscheinlich wirklich Bronn sein, denn man sieht ja auch diesen Mantel oder diese Jacke, die er auch schon in der vorigen Episode anhatte. Das passt ja eigentlich 1:1 überein. Gut. Dann haben wir hier die Szene, wo Brienne und Podrick ja dann über den Trident, ist es glaube ich, dann halt Schnellwasser verlassen und sich wieder auf dem Weg, denke ich mal, gen Norden machen, um Jon und Sansa wieder zu helfen. Und wir sehen Tyrion wieder in der nächsten Episode. Und auf einmal macht sich da irgendwie so ein, ja, wie nennt man die Dinger nochmal oben an der Decke? Kronleuchter. Kronleuchter, genau. Der geht einfach an, vielleicht irgendwie durch Magie, vielleicht ist die Rote Priesterin wieder da, wir wissen es nicht. Oder vielleicht kommt Daenerys auch schon wieder zurück. Das wäre extrem geil. Also vielleicht können wir uns auch auf das Comeback von Daenerys gefasst machen. Und dann... Oh, shit. Wollen wir... Okay, jetzt kommt's. Weiter. Am Ende okay. Und ja, dann haben wir jetzt noch ein, zwei Szenen. Und zwar sehen wir den Berg, wie er vor die Spatzen tritt. Da wird es wahrscheinlich gleich auch dieses Massaker, was wir im mittleren Teil des Videos schon angesprochen haben, geben. Denn in Königsmund wird es jetzt diesen fetten Aufstand geben. Cersei und der Berg gegen halt die Spatzen. Sie macht halt ihr eigenes Ding. Und wir sehen in Braavos Arya, wie sie vor der Wave, also der Heimatlosen, da flüchtet. Da wird es jetzt der Verfolgungsjagd geben. Wir sehen auch, dass Arya etwas anderes anhat als in der ersten, als in der letzten Episode, so rum meine ich das. Und das könnte halt darauf hindeuten, dass sie sich jetzt vielleicht endgültig an die Gurgel gehen, sag ich mal so. Okay. Und dann haben wir als letztes nur noch einen Shot, wo der Berg gerade einem Spatzen wahrscheinlich das Genick brechen wird.
Oder den Kopf abreißt oder den Kopf oder irgendwas. Oder er ist zu allem fähig. Wir wissen ja, er kann alles, der Berg. Also er ist der absolute Übermensch hier. Und ja, das wird auf jeden Fall lustig noch werden da, auf jeden Fall. Und jetzt kannst du noch mal deine Prediction raushauen. Achso. Und dann ist das Video auch schon wieder zu Ende. Ich würde mal sagen, in der letzten Episode der Staffel halt, kommen die Graufreuds im Meergehen an. Und der Nerys kommt wahrscheinlich nächste Folge schon an. Dann regelt die da so ein bisschen was. Und in der 10. Folge kommen halt die Graufreuds mit ihrer Flotte. Und ich denke, es ist so, wie ich am Anfang schon gesagt habe, dass sie sich dann halt der letzte Shot, bevor die Credits kommen, in der 10. Episode, wird halt, glaube ich, sein, wie die sich auf dem Weg nach Westeros macht. Das wäre extrem cool. Das denke ich allerdings auch. Und da können wir uns in der 7. Staffel richtig hart freuen. Das war's jetzt mit der Prediction zu Episode 8. Wir sehen uns nächste Woche wieder bei dem Recap dann zu der Episode No One.